Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Hard West mit mir, dem Baldur von den Microwavern. Wir haben das letzte Mal die alte Kirche besucht, die jetzt ein Irrenhaus ist, und haben dort einige Dokumente gefunden, die wir jetzt analysieren wollen, was wir dann in unserem Labor machen, wo wir dann auch gleich mal hinlaufen. Solomon blieb in Tramacliffs altem Labor. Er fühlte sich darin inzwischen wie zu Hause. Die Anleitung wiederholen. Solomon begann seine Forschung. Ja, machen wir erstmal die Datenanalyse. Die Unterlagen zeigten ein klares Muster. Wenn Patienten ins Irrenhaus kamen, ging es ihnen üblicherweise bald besser und sie gingen wieder heim. Dort verschlimmerte sich jedoch ihre Symptome und sie kehrten als kranker als zuvor zurück. Tramacliff schien es genauso gegangen zu sein. Die Sache war höchst ungewöhnlich. Vater Gilmour war entschlossen herauszufinden, ob noch andere Teile des Landes von der Seuche betroffen waren. Naja, Ort verfügbar, Eisenbahnstation, Sohn Franchütte des Aufsehers. Geh zur Eisenbahnstation, um mehr über die Wahnsinnsepidemie herauszufinden. Okay. Wo sind die? Die ist ganz da oben. So, aber ich hätte fast gesagt, wir schauen uns hier mal noch das alte Lager und den Handelsposten an. So, dass ich vielleicht noch ein bisschen Geld und Unterlagen bekomme. Solomon stieß auf ein verlassenes Lager. Neben einer gelöschten Feuerstelle fand er Aufzeichnungen von Tramacliff. Ah, das lohnt sich echt, darum zu laufen. Im Moment ergaben sie wenig Sinn, aber er dachte, sie könnten vielleicht später noch nützlich sein. Ein Notizbuch mit meiner Erfinderkonkurrenz beschriftet enthielt beleidigende Texte über andere Erfinder wie Tim Russell, Christopher Wilson und Solomon Dallaire. Zwischen spöttischen Kommentaren über seine Fehler fand Solomon umfangreiche Ausführungen über die Sinnlosigkeit seiner bisherigen Forschungsarbeit. Solomon beschloss, das Notizbuch zu behalten. Es würde ihn zur wissenschaftlichen Perfektion antreiben. Ja. Machen wir das. Solange er das Notizbuch in der Tasche hatte, würde er seine vergangenen Fehler nie vergessen. Zwar wuchs sein Wahnsinn, doch er ging mit wissenschaftlicher Größe einher. Aha. So, der Handelsposten. Solomon fühlte sich schwach und unsicher. Er konnte sich kaum konzentrieren. Er wurde von seltsamen Träumen geplagt, die ihn zu einem sonderbaren neuen Entwurf inspirierten. Der Indianerhandelsposten war eine bescheidene Hütte aus unbearbeiteten Brettern. Miss Bradford trieb Handel mit den Indianern. Zu ihren Gütern zählten Waffen, Kleidung und Tabak. Die Qualität ihrer Ware schien hoch, doch der Preis nicht minder. Haben wir denn überhaupt irgendwas, das war sinnvoll? Den Schnaps könnten wir wegmachen. Oh, da ist ja noch. Das ist gut. Die Sachen werde ich gleich mal noch verwursteln. Der Ginseng kommt auch weg. Ja, beides. So, Opiumdosis. Geisterschädel. Das Zuhause des besonderen Gesprächsgeistes. Plus minus 15 plus 10 Verteidigung. Ja, nee. Eine Vulkanpistole. Okay. Abgesägte Cobra. Da ist noch ein Entwurf für 80. Nee. Ich bin gerade überlegen, ob ich nicht vielleicht doch noch den Entwurf hier kaufe. Gelbfarben. Ja, nee. Ich denke mal, die Sachen bleiben auch noch länger da. Und, okay.
Und viel Geld haben wir nicht. Ich bin mir sicher, dass wir nochmal Geld brauchen werden. So, dann nochmal zur riesigen Uhr. Die liegt eh gerade auf dem Weg, so wie der Sumpf. Die Risiko-Uhr. Solomon traf J.M. Hobie, einen Uhrmacher, der die sogenannte Weltuhr entwickelt hatte. Sie sollte die verbleibende Zeit bis zum Weltuntergang zählen. Aha. Solomon erkundigte sich genau über die Uhr und als er sah, wie viel sie dem Uhrmacher bedeutete, hielt er es als Erfinder für seine Pflicht, ihm beim Bau zu helfen. Ah, da brauchen wir 8 Mechanikteile. Lass mich raten, er hat nochmal. Es war so klar. Hey, komm, dann kaufen wir ihm 3 Teile ab. Und das sind dann 21. Ja, komm. Handeln schließen. Zack. Und oh, die Mechanikkenntnisse reicht nicht aus. Tja, tut uns leid. Ach ja, stimmt ja. Da habe ich ja die Auswahl gehabt zwischen Mechanik, Büchsenmacher und Chemie. Und ich habe ja Chemie gewählt. Ah, deswegen wird das wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber bei Chemie brauche ich keine Mechanikverteile. Der trübe Sumpf war der letzte Ort, an dem man Trauma Cliff gesehen hatte, bevor er verschwand. Neugierig, was geschehen war, durchsuchte Solomon kurz das Gebiet und fand mitten im Sumpf eine Botschaft in einen Baum geritzt. Bin kaum noch zurechnungsfähig. Der Ursprung muss ganz nahe sein. Begebe dich nach Norden. Ja, jetzt bräuchten wir den Ginseng. Mist. Ja, dann gehen wir den doch nochmal holen. Und verkaufen dafür die Mechanikteile. Denn mit denen können wir ja sowieso scheinbar nichts anfangen. Zack, 4. Nein, oh, machen wir so. Ach ne, Quatsch, wir brauchen ja. Easy in Ordnung. Der passt das schon richtig an. 2x Ginseng schließen auf zum Sumpf. So, und dann 2x Ginseng. Auf der Suche nach der Leiche grub Solomon sorgfältig alles um. Den Leichnam seines Erfinderkollegen fand er zwar nicht, aber seine vom Ginseng geschärften Augen entdeckten eine Rolle, die Trauma Cliffs Insignien trug. Sie enthielt einen Entwurf für ein Gerät. Ja, immerhin. Das hat doch schon mal ein bisschen was gebracht. Ich bin jetzt aber doch mal neugierig, was wir da alles gefunden haben. Ob wir die Sachen jetzt bestellen können. So. Ah, dafür braucht man einen Enthüller. Das ist ja kein Problem, bestellen wir einen. Einmal Enthüller, bitte. Danke. Und wir, was machen wir dafür weg? 8. Achso, wir können ja eh nur mit Bargeld hier bezahlen quasi. Handeln, schließen, drauf. Und Enthüller. Solomon benutzte den Enthüller bei Trauma Cliffs Aufzeichnung und machte eine verblüffende Entdeckung. Okay. Das war jetzt Solomon Delays Werkstatt. Achso, vollständig, ja, okay. Wir haben noch einen Entwurf bekommen. Aber wir können echt nur. Ah, dafür kann man dann die Enthüller benutzen. Und dann holen wir doch mal gleich 2. Bestätigen. Bargeld. Bestätigen. Schließen. Ach ne, Quatsch. Abbrechen. Handeln. Schließen. Nochmal drauf. Nochmal ein Enthüller. Ja, nochmal eine verblüffende Entdeckung. Wir haben noch einen Entwurf bekommen. Okay. So,
Jetzt geht's aber wirklich mal los Richtung Eisenbahnstation. Genug rumge gealbert, das eigentlich nicht wirklich. Solomon fand eine verlassene Telegrafenstation und ein Eisenbahndepot. Überall lagen amtliche und private Dokumente verstreut. Solomon vermutete, dass er hier einen wahren Schatz an Informationen vor sich hatte. Manche mochten sogar Hinweise darauf enthalten, wie weit sich der Wahnsinn ausgebreitet hatte. Solomon begann mit seinen Nachforschungen. Während Solomon alles las, was er in die Finger bekam, bewachten die Persons die Telegrafenstation. Die erste Runde Dokumente, die er sich vornahm, war wertlos. Aber Solomon las weiter. Kein Hinweis sollte ihm entgehen. Er hoffte, Turners Leute würden ihm bei all seinem Eifer nicht zuvorkommen. Er vertiefte sich weiter in seine Nachforschungen. Dieses Unterfangen dauerte mehrere Tage und war frustrierend ohne Ende. Oft dachte Solomon daran, einfach zu gehen. In keinem der Briefe aus benachbarten Staaten wurde die Epidemie erwähnt. Solomon hatte das Gefühl, dass er etwas Wichtiges übersah. Er war erschöpft, machte aber weiter und ließ bis tief in die Nacht. Schwindel. Es ist schwer, sich zu konzentrieren. Oh, oje, oje. So, zack. Was haben wir hier? Pik Dame, Serienkiller. Töte einen Gegner, um die Chancen zu erhalten, einen weiteren zu töten. Und dann noch einen, und dann noch einen, und dann noch einen. Na, das ist doch mal interessant. Der Kreuzkönig. Terror. Gegner in der Nähe geraten in Panik. Ja, bitteschön. Der Herr. Die Karo 9 Transfusion. Tausche Gesundheit mit dem Ziel. Das hört sich auf jeden Fall mal interessant an. So. Dann würde ich mal sagen, das bekommt er. Und was hat er dann? Plus 8 Sicht. So. Er hier hatte den Karo König. Und sonst nichts. Dann bekommt er hier unten die Herzkarten und genau, so, hier haben wir plus 8 Sicht. So, die Karten haben wir jetzt alle soweit verteilt. Okay. Ah, weiter zum Kampf. Es kommt dann wohl jetzt zum Kampf. So. Schütz vor verkrüppelnden Verletzungen, heiliges Himmel, ein goldenes Kruzifix von einem hervorragenden Goldschmied, maximal 50 Glück. Ja, das kann er gut gebrauchen. Ich wüsste nur gerne, ob wir sich mit denen hier machen. Und er bekommt dann noch eine Arzttasche und das befleckte Blut. Tigerhemd. So, weiter zum Kampf. Solomon found himself in a maze of trains and stations. The scattered notes he'd found rearranged themselves to a giant telegraph hub. The Pinkertons stared at him with hollow eyes, listless and lethargic. When he finally heard Trumorcliff's voice telling him to find his answers, Delir realized he was dreaming. Okay, wir sind am Träumen. Okay. Was soll man die Aufzeichnungen sammeln? Noch drei. Sammle alle Aufzeichnungen in den vorgegebenen Anzahl Runden. 20. Hui, okay. Da ist einer. Da ist eine. Und da ist eine. Okay. Dann schauen wir doch mal. So, er geht jetzt erstes Mal raus. Dahin. Wusste ich's doch. So, zack. Schaden 2. Was? Wollt ihr mich verkackeiern oder was?
Na toll, echt super. Ist das doch alles. Okay, dann schieß mal, Junge. So, der nächste. So, du läufst dann dahin. Genau, du läufst dahin. Zack. Ein Schaden, sag mal. Je mächtiger die Waffe, desto. Na, super. 42%, 32%. Und da oben 34. Ah ja, dann. Daneben war ja klar. Als erstes will ich den nach oben haben. Wo läuft er hin? Wo lassen wir den Doc hinlaufen? Soll ich wirklich dahin? Ne, ich will eigentlich. Ach ne, Quatsch, das ist ja gar nicht der Doc, das ist ja er hier. Bitte, bitte, bitte. Das heißt, er kann dann auch nicht mehr schießen. So oder so. Dann will ich ihn doch wenigstens an eine vernünftige Position lassen, man da hinlaufen. So, und jetzt kommt der Doc. Ha. So. Und dahin. Wow, warum haben die so gute Waffen und wir nicht? Gemeinheit. So. Ich hoffe, dass das, was ich hier vorhabe, funktioniert auch so. Wenn ich jetzt da. Was zum. Boah, wieso dürfen die das und ich nicht? Was eine Gemeinheit ist das? So, 34, ne. Das ist viel zu wenig. Dann machen wir jetzt einfach Folgendes. Dann laufe ich nämlich jetzt mit ihm hier hin. 42. Boah, komm schon. Knapp daneben ist auch vorbei. So, jetzt haben wir den Pinkerton hier. Also ich befürchte, der stirbt jetzt gleich. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass er dann auch tot bleibt. Bis dahin. Oh, Leute. Das gibt's nicht. Trifft ja überhaupt keiner irgendwas. Aber du läufst jetzt mal dahin in Deckung. Daneben. So, Arzttasche. Oh ja. So, sehr schön. So. Nachladen. So, und dann er bleibt erstmal. Er hat nur noch einen. Komm, versuchen wir es mal. Sehr schön, Treffer. So, mein Freund. Er hat ja einen epischen Radius hier. Da will ich auch eigentlich nicht reingeraten. Aber ich werde es wohl müssen. Ja, aber. Das war's dann jetzt auch für ihn.
Zack. Schluss. So, du läufst dahin. So, und der Doc läuft dann mal dahin. Da ist einer. Oh, nö, 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 nö. Wenigstens nur einen Punkt. Nein! Daneben. Schwein gehabt. So. 44, 44. Okay, aber werden wir es schaffen? Oder müssen wir nochmal von vorne beginnen? Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, schaltet doch gerne das nächste Mal auch wieder ein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.